Heute in der Folge wollen wir ein bisschen Abkühlung schaffen. Wir haben ja zurzeit sommerliche Temperaturen und was hilft da wohl besser als eine schöne Eisdiele? Da habe ich gesehen, Lego hat ein cooles Set von Lego Friends und zwar das Surfer Strandhaus. Das bietet einmal eine Eisdiele und gleich nebendran noch einen Surfershop. Da kannst du dir Surfbretter ausleihen oder sogar kaufen. Und gleich darüber haben wir sogar noch eine Wohnung. Ich habe natürlich jetzt in der Stadt keinen Strand vor der Haustür, das soll uns aber natürlich nicht abhalten. Von daher schnappen wir unsere Blöcke und dann geht's los. Zuallererst holen wir uns wieder ein paar Blöcke raus. Zuerst ein bisschen hellgrauer Beton, Fichtenholz, Blöcke und Treppen, Tropenholz, Tür ist einmal dabei, gelber Beton, rosaner Beton und hellblauer Beton. Dann holen wir uns noch ein bisschen hellblaue Wolle wie rosa Wolle raus. Wir nehmen erstmal unseren hellgrauen Beton zur Hand und ziehen unseren Grundriss einmal. Ich fange wie immer auf der Vorderseite an. Da setzen wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5 mal unseren Beton hin. Dann können wir gleich mal hier unsere Fichtenholzblöcke setzen. Einen in der Mitte Platz lassen, dann kommt später die Tür rein. Nehmen wieder unseren Beton zur Hand und setzen jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke ran. Jetzt müssen wir erstmal 3 Blöcke Platz lassen. Dann setzen wir wieder 2 Blöcke hin und biegen einmal nach hinten ab und setzen hier noch 1, 2, 3, 4, 5 weitere Blöcke. Insgesamt haben wir dann 6. So, jetzt geht es einmal auf der Rückseite lang. Da setzen wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke hin. Einmal freilassen. So, jetzt können wir mal nach vorne gehen. Hier einmal den Balken bis nach hinten ziehen auf der gleichen Höhe. Gleich daneben ran setzen wir noch einen weiteren Balken. Den lassen wir jetzt einmal nach hinten überstehen. Können die Rückseite jetzt einmal so weit ziehen, wie wir die auf der Vorderseite haben. Und hier vorne einmal zumachen. Wir bauen natürlich erstmal die Hälfte von unserem Laden. Das heißt, die Eisdiele kommt zuerst einmal ran. Das nehmen wir erstmal unsere Fichtenholzblöcke und können hier vorne schon mal die Tür setzen. Das machen wir mal auf eine Dreierhöhe. Treppe einmal dazwischen und dann einmal die Tür einsetzen. Nun nehmen wir einmal unseren gelben Beton und können jetzt hier einmal ringsrum eine Zweierhöhe von unserem gelben Beton einmal ziehen. Natürlich machen wir das jetzt nur bei unserer Eisdiele. Der Surferladen kriegt natürlich noch eine andere Blockfarbe. Haben wir denn die Blöcke einmal raufgesetzt, nehmen wir jetzt einmal unseren rosanen Beton, können den jetzt hier einmal nochmal ringsrum ziehen. Und zu guter Letzt kommt nochmal eine hellblaue Betonschicht. Hier können wir aber auch komplett einmal das Dach damit ausfüllen. Wenn wir das fertig haben, fliegen wir einmal auf die Vorderseite und wollen hier noch so ein kleines Vordach einmal machen. Dafür nehmen wir jetzt einfach mal die rosane Wolle und jetzt setzen wir immer in so einem Wechsel unsere zwei Wollefarben. Insgesamt würde ich mal sagen, machen wir hier 6 Stück hin. Jetzt habe ich hier dreimal rosa, jetzt kommt nochmal dreimal hellblau. Und dann haben wir hier unser Vordach auch schon fertig. Wir könnten aber noch zwei Fenster hier einfach mal reinhauen. Ich würde mal sagen, wir lassen einfach, wenn wir hier zur Seite gucken, immer so zwei Blöcke Platz, zu der Seite auch nochmal zwei Blöcke Platz und dann hier so ein 2x2 Fenster rein. Dann wollen wir natürlich jetzt auch langsam den Surfershop bauen. Dafür holen wir uns jetzt ein paar glatte Quarzblöcke raus, wie Treppen und Stufen sind dabei. Denn oxidiertes Kupfer, davon bitte auch nochmal Treppen und Stufen. Dann holen wir uns auch ein bisschen dunkles Prismarin und eigentlich auch wieder das gleiche Material. Machen wir erstmal das, was jetzt hier noch ein bisschen frei ist. Und zwar setze ich mir einmal meine Tür hier schon mal rein. Also 3 Quarzblöcke und oben die Treppe. Zur Türfarbe kommen wir noch später. Dann nehmen wir jetzt erstmal unser Kupfer zur Hand und können jetzt hier auf unseren Betonblöcken insgesamt 3 Reihen hier davon platzieren. Auf der Rückseite haben wir natürlich noch einen Hinterausgang. Da setzen wir dann nochmal eine umgehende Treppe einfach mal darüber. So, als nächstes nehmen wir schon mal unsere dunklen Prismarinblöcke. An der Seite platziere ich mir die jetzt hier einfach mal. Lass aber die Vorder- und Rückseite noch ein bisschen frei, denn hier setze ich mir einfach umgehende Treppen einmal hin. Das machen wir natürlich hier auch zu beiden Seiten. Wenn wir das denn auch wieder fertig haben, können wir gleich einmal wieder wechseln zu unserem Kupfer und setzen hier drauf jetzt einfach noch 4 weitere Blöcke rein. Auf der Vorderseite, ich will schon mal gleich sagen, können wir auch 3 Blöcke hier in der Mitte mal Platz lassen. Wir wollen uns dann natürlich noch gleich einen Balkon uns einmal ziehen. Aber trotz alledem, die anderen Seiten, die können wir ganz normal hier hochziehen. Da richten wir unseren Blick natürlich jetzt einmal nach vorne. Jetzt nehme ich mir mal einmal meine Prismarinstufen. Und zwar mache ich mir jetzt hier einfach nur so ein paar Stufen, die einmal überstehen. Das ist unser Balkon. Innen drin wollen wir natürlich jetzt hier auch noch gleich eine Decke einmal reinziehen für das zweite Stockwerk. Da lassen wir einfach den hier unsere Prismarinblöcke komplett hier einmal so zuziehen. Wir haben ja hier, sage ich mal, die... Ja, wir wissen ja genau, wo wir sie platzieren müssen auf der Ebene. Gut, wenn wir das denn soweit haben, nehmen wir jetzt unsere Kupfertreppen. Die platzieren wir jetzt hier einmal drüber an den Seiten und nochmal eine Stufe dahin. Gleich jetzt auf unsere Kupferschicht können wir wieder eine Quarzblockreihe hier einmal langziehen. Bei unseren Quarzblöcken machen wir jetzt einfach mal so, dass wir hier drüber so eine schwebende Stufenreihe uns einmal machen. Und nach unseren Stufen setzen wir nochmal hier auf der innenliegenden Seite nochmal eine Deckenreihe von unseren Kupferblöcken. Können wir hier oben einmal schön zuziehen. Und jetzt lasst mich nochmal kurz überlegen, ob wir noch irgendwo die Blöcke brauchen. Bei unserem Surfershop brauchen wir sie jedenfalls nicht mehr. Aber bei unserer Eisdiele
da brauchen wir noch ein bisschen die Quarzsamen. Und zwar würde ich mir oben noch ein kleines Geländer machen. Fangen wir am besten jetzt hier von der Seite von unserem Schürfershop an. Dann nehmen wir jetzt einfach mal, halt, anders gesagt, hier an der Seite, mal hier an der Ecke platzieren wir eine Stufe. Dann könnt ihr eure Treppen nehmen und die hier einmal so lang ziehen. Und immer bei den Ecken, zack, setzen wir unsere Stufen hin, dass hier alles immer schön aufgeht. So, jetzt setze ich hier mal meine Treppen weiter einmal lang und weiter einmal lang und natürlich wieder einmal bis nach vorne weg. Auf diesen Treppen und Stufen können wir jetzt noch eine weitere Stufenreihe einmal platzieren. Sehen wir hier schön wieder einmal lang auf jeder Seite. Sobald wir das dann lang gezogen haben, können wir noch bei unserem Server-Shop noch ein paar Fenster reinhauen, bevor wir die Blöcke wegtun. Auf der unteren Seite mache ich mir einfach hier mal so ein 2x2 Fenster rein. Auf dem oberen Stockwerk mache ich mir an den Seiten einfach so ein 1x2 Fenster rein. Auf der Seite machen wir gar nichts. Da könnt ihr gerne auch schon weitere Häuser wieder anschließen. Das könnte man dann wieder so anreihen an ja, seine Häuser, die schon bestehend man hat. So, auf der Rückseite mache ich mir oben einfach mal 2x2 Fenster rein und dann nochmal auf der unteren Seite auch nochmal so ein 2x2 Fenster. Um dann wieder weiterzubauen, holen wir uns mal ein bisschen Wolle raus. Einmal Magenta und Türkise. Denn eine Eichenfalltür, Magenta, Betonblock ist dabei, Würtreppen und Stufen. Jetzt holen wir uns eine Birkentür raus. Finde ich ganz passend, die Farbe jetzt hierzu. Dann holen wir uns auch natürlich wieder ein paar Glasscheiben raus für unsere Fenster. Welche ihr nehmt, kannst euch überlassen. Meine Empfehlung, weiße und Türkise. Dann fangen wir erstmal wieder an mit ein kleines Vordach. Ich würde mal sagen, das setzen wir hier einfach mal hin. Ich mache jetzt hier wieder das Ganze auf so ein Maß von 6 Blöcke. Insgesamt immer hier so ein Wechsel von unserer Wolle. Wenn wir uns das denn hier einmal so lang gezogen haben, nehmen wir gleich mal unsere Eichenfalltüren. Die können wir hier einmal auf unserem Balkon hier einmal ringsrum platzieren. Das soll hier so ein bisschen das Geländer sein. Aber wir nehmen die Stufe auch nochmal, um sie bei unseren Eisladen hier an der Seite noch einmal anzuplatzieren. Dann kommt schon unser Magenta-Betonblock einmal zum Einsatz. Den wollen wir jetzt einmal hier auf der innenliegenden Seite von unseren Stufen mal platzieren. Das können wir ja einmal ringsrum ziehen. Wenn wir das dann soweit geschafft haben, können wir auf unseren Surfer-Shop dann natürlich auch gleich noch ein weiteres Dach setzen. Und zwar nehmen wir jetzt seine Würtreppen, die setzen wir jetzt auf den Stufen hier einmal entlang. Und wenn wir die dann einmal rumgezogen haben, können wir schon die Stufen nehmen und ziehen die hier nochmal einmal komplett ja, auf der oberen Kupferschicht lang. Die Mitte lassen wir dann aber noch frei. Jetzt kommen wir natürlich noch dazu, unser Glas zu verbauen. Dafür empfehle ich jetzt einfach mal für den Surfershop, dass wir hier überall die weißen Glasscheiben verwenden. Die setze ich mir hier erstmal noch überall so lang. Wunderbar. Auf der Vorderseite auch nochmal. Und dann können wir auch gleich noch die Bückentür einsetzen. Nehmen wir natürlich auch nochmal hier für unseren Surfershop. So, dann gehe ich jetzt einmal kurz rüber zu unserer Eisdiele. Da wollte ich mir auch gerne, jetzt sage ich mal hier vorne das Fenster mal jetzt mit türkisen Glasscheiben machen. Und an der Seite haben wir noch so ein Ausgabefenster für unsere Eisportion. Da mache ich einfach nur ein paar weiße Glasscheiben hin. Jetzt kommt auch ein bisschen Feinheit zu unseren Läden. Und zwar wollen wir natürlich jetzt noch unsere Eisdiele ein bisschen besser machen. Jetzt habe ich mir noch ein bisschen Dekoblöcke rausgeholt. Und da wollen wir jetzt hier vorne so eine Eistüte uns einmal machen. Ich nehme jetzt mal einfach mal einen Schneeblock für unsere Eiskugel. Und darunter, finde ich ganz toll, kann man jetzt mit Tropfsteinen sich richtig tolle Eiswaffeln machen. Wir haben da jetzt natürlich eine Falte unterplatziert, damit unser Tropfstein nicht weiter wächst. Und halt einfach so bleibt, wie wir ihn natürlich uns jetzt hier einmal machen. Auf unsere Eiskugel mache ich mir noch eine zweite Kugel drauf, ein bisschen kleiner, nehme dafür einfach einen Skelettkopf. Jetzt kann man natürlich, wenn man möchte, sich hier oben vielleicht auch noch einen Schirm basteln. Nimmst dir einfach ein paar Mauern und dann darauf ein bisschen Zaun und dann setzen wir hier drauf, würde ich mal sagen, ganz einfach einen Schirm. Die Farbe ganz dir überlassen, aber ich finde, das sollten wir doch so ein bisschen in lila Ton halten, den Schirm, dann passt das Ganze doch hier zu unserer Farbeinheit. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt man überhaupt nach oben, um sich unter den Schirm aufzustellen. Da gehen wir jetzt natürlich einmal in unser Lidchen rein und dann hier auf der Rückseite. Dann nehme ich jetzt mal am besten Birkentreppen, finde ich ganz passend hier zur Farbe. Lassen wir einfach zur Wand hier hinten 3 Blöcke Platz und dann könnt ihr euch hier die Treppen einfach mal so schön nach oben setzen. Wenn ihr euch den Kopf stoßen solltet, dann schlagt hier die Decke einmal weg. So, gehe ich hier nochmal zur Seite. Treppe hier hin, Treppe dorthin. Jetzt habe ich hier auch ein bisschen zu viel schon fast weggehauen. Ihr könnt natürlich jetzt unter euren Treppen noch weitere Treppen einmal platzieren, dass das hier ein bisschen schöner aussieht. Na, vielleicht ecken wir die so einmal an. Wunderbar. Tja, dann haben wir das hier schon mal geklärt. Zu weiteren Deko gucken wir uns das dann einmal drüben noch später an. Aber somit haben wir dann hier erstmal alles abgeschlossen. Jetzt gehen wir einmal in unseren Surfershop rein. Hier wollen wir natürlich auch nochmal einmal nach oben kommen. Dafür nehmen wir unsere Akazientreppen. Die setze ich mir jetzt einfach mal hier hinterm Fenster einmal an. Da kannst du dann hier einfach so eine Umgedrehte machen. Und dann gehen wir auch hier einfach zack mit jeder weiteren Treppenreihe einmal nach oben. So, Decke müssen wir natürlich hier wieder einmal weghauen. Zack, und dann bin ich auch schon hier da. So, da mache ich auch nochmal weg. Und setze natürlich auch wieder hier meine Treppen einmal da runter. Sehr schön, dann haben wir das hier auch wieder geschafft. Ich schaue mir gerade hier noch die Decke an, das können wir doch nicht so lassen. Wir schnappen uns einfach mal glatte Quarzstufen und dann kannst du hier oben die Decke nochmal zuziehen. Soll natürlich auch hier oben ein bisschen schick aussehen.
Danach müssen wir nur noch einmal, sag ich mal, hier oben aufs Dach fliegen. Da wollte ich noch was machen. Und zwar kann man hier noch, wer möchte, sich einen Schornstein basteln. Oder man nimmt noch ein paar Mauern und macht hier noch so ein paar Schornsteine hin. Tja, so ein bisschen Deko muss halt sein. Jetzt wird es aber auch mal Zeit, dass wir einmal hier nach vorne fliegen und uns noch ein bisschen mehr diese Deko angucken, wie man sich die natürlich jetzt noch ein bisschen ins Detail gestalten kann. Fangen wir bei der Eisdiele einmal an. Da kann man sich vorne natürlich noch so eine kleine Menükarte machen, um zu sehen, was überhaupt für Eissorten hier angeboten werden. Vielleicht noch eine kleine Sitzecke vorm Lädchen, ne, dass man ja auch sein Eis hier genießen kann. Andernfalls geht man natürlich hier einmal rein, wenn man natürlich innen drin sitzen möchte. Falls draußen mal doch schlecht Wetter sein sollte, haben wir gleich hier vorne den Kassenbereich. Man kann Kessel nehmen für seine Eisportion. Jetzt haben wir, was ist das jetzt hier, Erdbeere oder Kirsche. Dann haben wir natürlich Vanille, Limette und andere Sorten, die müssten wir dann hier noch mixen. Dann gibt es natürlich noch die Wahl, ob du eine Waffel möchtest oder den Becher. Tropfsteine, wunderbar für Eisdielen, kann man super dafür nutzen. Tja, dann kann man sonst auch nochmal nach oben gehen. Hier haben wir dann natürlich auch noch ein paar weitere Sitzecken, falls man natürlich auf dem Dach sitzen möchte und sich natürlich die Stadt angucken möchte. Dann soll man natürlich sich hier auch gemütlich hinsetzen können. Ich habe hier noch so ein kleines Geländer angebracht, dass man hier auch bloß nicht runterfällt. So, dann wollen wir natürlich noch einmal rübergehen in unseren Surfer-Shop. Mal schauen wir, ob wir da auf ein paar Surfbretter kriegen. Und eine tolle Idee für Surfbretter sind einfach Banners. Bemalt sie, macht, wenn ihr euch die an die Wand hängt, einen Stolpertrag-Haken hin. Dann habt ihr da unten auch noch so die Finne von unserem Surfbrett. Und dann gehen wir auch hier nochmal kurz rein. Überall sind hier natürlich Surfbretter hin. Hier haben wir auch wieder kleinen Kassenbereich. Ne, kann man stehen, die Surfbretter verkaufen, verleihen, wie man auch möchte. Sonst geht man nach oben und oben befindet sich denn die Wohnung von unserem Lädchen. Leicht einzurichten, ihr macht euch ein Bettchen hin, ein bisschen was, was ihr braucht. Einen Ofen, Werkbänke, pipapo, könnt ihr euch hier natürlich noch so ein bisschen gestalten. Tja, dann haben wir auch noch einen schicken Balkon und können dann hier auf unsere Straße gucken. Im Idealfall hätten wir natürlich jetzt hier ein Meer vor der Haustür. Habe ich natürlich jetzt leider nicht. Das heißt aber nicht, dass du dir nicht ein Meer vor die Haustür bauen kannst. So schnell haben wir dann hier unsere Lego Friends Surfer Strandhaus hier einfach mal aufgebaut. Ich finde es schick, passt auch hier ein bisschen rein in die Ecke. Mal schauen, wie wir uns das jetzt natürlich auch hier wieder daneben gestalten werden. Ich schaue nochmal, ob ich auch was von Lego Friends entdecke, was mir gefällt. Und dann setze ich mir noch so ein paar weitere Gebäude einfach mal daneben. Ich bleibe dann erstmal hier noch ein bisschen in der Eisdiele sitzen. Genieß noch mein Eis. Wenn dir das Video natürlich gefallen hat, findest du noch weitere oben in der Infobox. Sonst vergesst natürlich nicht, den Kanal noch zu abonnieren. Bleibst du mal auf dem laufenden Stand. Und dann war es das wieder für heute. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Bleib gesund. Haut's rein. Und ciao.